Und wir sind live. Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 8. Ausgabe unseres Jazz-Livestreams. Wir sind ein Team der Jazz-Abteilung der Hochschule für Musik Mainz und dürfen euch dank eines Hygienekonzeptes und Schnelltests diese Streaming-Reihe hier produzieren. Ihr könnt euch heute freuen auf einen Musiker aus meinem Jahrgang. Ich kenne ihn schon etwas länger. Er ist jetzt sogar fertig mit dem Studium und heute hören wir das Programm seines Bachelor-Abschlusskonzertes. Warum Programme für ihn noch eine ganz andere Bedeutung haben, das klären wir später im Interview. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Lukas Heinemann Trio.
Thank you.
Das Lukas Heinemann Trio mit 12-Ton-Lied von Lukas Heinemann. Jetzt würde ich gerne mit Lukas über seine Musik sprechen. Zum Einstieg mal eine einfache Entscheidungsfrage. Lennon oder McCartney? Wahrscheinlich McCartney. Ah, okay. Es gibt ja Gitarristen, die dann ausweichen und sagen, ja, keiner von beiden, George Harrison natürlich. Aber Ja, gut. okay, hättest du mir den noch zur Auswahl gegeben, dann wäre das dann Wahrscheinlich der. wahrscheinlich, ja. Ich bin mir sicher, dass die Beatles ja sicherlich in deinem Songwriting und in den Kompositionen irgendwo da zu finden sind, auch wenn unterbewusst. Aber würdest du auch sagen, dass die dein Gitarrenspiel beeinflusst haben irgendwie? Siehst du das da? Hörst du das? Vielleicht auch, wenn dann unterbewusst. Naja, ich habe ja die Beatles, das war ja so die erste große Band, von der ich Fan war, sage ich mal, als ich ganz klein war. Und die habe ich ziemlich viel gehört und habe dann auch das ein oder andere Stück natürlich auf der Gitarre gespielt. Unterbewusst kann es dann durchaus sein, dass die irgendwie mein Gitarrenspiel beeinflusst haben. Aber bewusst kann ich das jetzt nicht sagen, ne? Okay, ja. Neben den Beatles hast du mir gesagt, dass ja auch ganz frühe Einflüsse auch vor dem Jazz, AC/DC, Metallica, später auch Robin Ford und Mike Stern waren. Die Letzteren sind ja jetzt Künstler, die eher lautere Musik machen, auch viel mit Effekten, vor allem Verzerrung und auch Chorus und so weiter. Und jetzt sehe ich dann, Effektboard kann sich auch sehen lassen auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass das nicht immer so war. Magst du da vielleicht mal ein bisschen drüber erzählen? Ja, als ich hier angefangen habe zu studieren, da hatte ich eigentlich so gut wie nichts an Effekten. Dann habe ich am ersten Semester in der, wo du auch mitgespielt hast, die, was war's, Wendy und Lisa Combo gespielt. Beim Olli Klenk, der mir dann erstmal gesagt hat, ja, du brauchst einen Verzerrer, einen Delay, einen Chorus und ein Volume-Pedal. Ja. Und das habe ich mir dann bei eBay Kleinanzeigen auf jeden Fall erstmal gekauft. Ja. Ja, aber das ist dann immer wieder. Mal habe ich die rausgeholt, dachte, ja, macht total Spaß damit zu spielen, kann man viel mit anfangen, dann ist es wieder im Eck gelandet. War immer so ein Hin und Her und dass ich jetzt mich intensiv damit auseinandergesetzt habe, kam jetzt eigentlich tatsächlich erst ziemlich am Ende vom Studium, eigentlich wirklich erst in der Vorbereitung für mein Bachelorkonzert, wo ich dann mir auch nochmal rumprobiert habe, ja, was kann ich denn noch machen, außer vielleicht einfach nur, also zum Beispiel mit leicht verzerrtem Sound, wie ich jetzt hier spiele, oder was gibt es denn noch für Effekte, die ich irgendwie anschalten kann, um Solo zu pushen oder irgendwie inspiriert zu werden, genau. Und da bin ich jetzt gerade viel am Rumprobieren eigentlich. Ja, ich finde, das hört man auch. Das ist sehr spannend, diese Melange, wenn man so sagen will, aus diesem traditionellen, vielleicht auch eher moderneren Jazz und diesen Sounds. Ich habe da ein bisschen Mike Stern vorhin auf jeden Fall rausgehört, muss ich sagen, als der Chorus dann kam. Das habe ich schon wiedererkannt. Ist ja sehr schön. Mal was ganz anderes. Ist das hier vielleicht dein letztes Konzert? Ich habe es vorhin schon angedeutet in der Anmoderation. Und zwar bist du jetzt fertig mit dem Musikstudium und willst jetzt nochmal einen anderen Lebensweg einschlagen. Magst du mal sagen, was du da dir gedacht hast? Ja, also ich möchte jetzt, nachdem ich hier fertig bin, noch Informatik studieren, was ganz anderes machen. Ob das mein letztes Konzert ist, ich kann schlecht weiter in die Zukunft planen als 2, 3 Jahre. Okay. Also eher ist es nicht mein letztes Konzert, so wie gerade Niklas seinen Finger hebt. Genau. Ob das mein letztes Konzert war, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall werde ich weiterhin irgendwie Musik machen und natürlich stellt sich auch die Frage, wie kann ich das dann im Zweitstudium mit dem Studium zusammenbringen? Ist ja auch schwierig, wenn ich dann viel lernen muss und was so komplett anderes ist. Aber ich habe da jetzt auch total Lust drauf, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen und genau, auf welchem Bereich ich wie viel dann arbeite, wird sich dann danach eher Okay. herausstellen. Das ist schon mal schön zu wissen, dass du die Musik nicht geplant den Nee. Rücken zu kehren. Aber du meintest schon eben, es wäre was ganz anderes. Da wäre meine nächste Frage jetzt: Gibt es für dich irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen Musik machen oder auch komponieren und programmieren? Würdest du sagen, du komponierst wie ein Programmierer? Ja, bei dem 12-Ton-Lied, wenn du das gerade ansprichst, da kann ich zu erzählen, wie ich das nämlich geschrieben habe. Gerne. Und zwar kann man sich ja im Internet auch Programme
raussuchen, die einem so 12-Ton-Matrixen, also die dann viele verschiedene 12-Ton-Reihen einem anzeigen. Und als ich das geschrieben habe, dachte ich, ja, okay, dann mache ich so, gehe ich ins Internet, suche mir so ein Programm raus. Aber dachte mir dann, nee, ist mir zu einfach, ich könnte mir doch einfach selber eins programmieren. Schön. Und dann habe ich mich daran gesetzt, mir selber eins programmiert, so und immer schön auf Knopfdruck eine neue 12-Ton-Matrix angezeigt hat. Hat auch viel Spaß gemacht und hat dann zwar den Start des Komponierens so ein paar Stunden verzögert, aber ja, mit dem habe ich das dann, da konnte ich mal beides dann schön zusammenbringen. Ja, sonst Gemeinsamkeiten. Ja, also es hat dann teilweise doch schon manchmal so, ist manchmal ähnlicher vielleicht, wie man so denkt, wenn man irgendwie übt und man muss, übt man irgendwas und man bleibt da irgendwie hartnäckig hinten dran, irgendwas jetzt zu können, zu lernen und dann gerade beim Programmieren ist es ja dann oft so, dass man die meiste Zeit mit Fehlersuche beschäftigt ist und dann auch ewig daran sitzt und sucht und hartnäckig bleiben muss, sage ich mal so. Genau. Okay, ja, das ist doch schön, dass du bei der Zwölftongeschichte da zwei Leidenschaften irgendwie verbinden konntest. Das ist doch toll. Ja, vielen Dank, Lukas. Jetzt kommen wir zum nächsten Stück. Da hast du auch eine kleine Geschichte dazu. Kannst du gerne erzählen? Genau, als nächstes spielen wir Ornithology. Das ist ein Jazzstandard und ja, den habe ich hier in der Aufnahmeprüfung gespielt, als ich genau hier in Mainz auch. Und irgendwie hat mich das dann immer wieder begleitet, das Stück. Auch durch die Version von Kenny Garrett, die ich super cool finde, wo ich mir auch das Solo dann komplett transkribiert habe. Und dann habe ich in der Zwischenprüfung das auch gespielt. Da musste ich mir einen Standard raussuchen, den ich vorspiele. Und dann, als ich da saß und mir überlegt habe, was ich jetzt in meinen Bachelorkonzerten für Stücke spielen könnte, ja, dann gab es natürlich keinen anderen Weg dran vorbei, als das auch noch zu spielen, das mit reinzunehmen. Genau, habe das dann noch arrangiert und spielen das jetzt natürlich in einer viel besseren Version als in der Hoffen wir es. Aufnahmeprüfung. Okay. Genau. Ja. Ja, ihr habt es gehört. Viel Spaß mit Ornithology von Charlie Parker.
Das war's mit Und wir sind live. Vielen Dank an das Lukas Heinemann Trio. Danke an euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns gern was Nettes in die Kommentare. Like das Video, abonniert den Channel, ihr wisst ja, wie es geht. Am Freitag gibt es wieder Klassik aus dem Roten Saal. Dieses Mal Musik von Beethoven und Brahms. Am Sonntag gibt es was sehr Spezielles. Und zwar einen Stream aus dem Frankfurter Hof. Das Gutenberg Jazz Collective spielt dort ein neu gegründetes Ensemble, initiiert vom Jazz Campus Mainz. Also ja, etwas sehr Neues und Einzigartiges. Und nächsten Mittwoch sehen wir uns hoffentlich wieder hier im Tonstudio. Da gibt es dann den Saxophonisten Christoph Heimbach mit seinem Lenny Tristano-Projekt. Bis dahin, bleibt gesund, unterstützt die Kulturschaffenden und jetzt hören wir nochmal The Killer Blues vom Lukas Heinemann Trio. Bis bald. Mm-hmm.